So. Meine erste Runde mit Armbrust. Okay, ich merke schon, das ist gar nicht mal so einfach mit Armbrust zu treffen. Das Visier ist... Wie ist das Nachladen? Schieß mal. Nee, ich mache hier dann mal. Schon die ersten Schüsse. Hätten wir den ersten Meathead. Ja, für die Daily Mission, aber... Nö. Ne. Natürlich ist er wieder zu. Also, ich darf die offene Tür nehmen. Ich weiß nicht. Wir werfen dann offene Tür. Ist ja nicht. Du wirst eh ins falsche Gebäude gehen, oder? Nee. Also vielleicht. Oh, die sind nah, die Schüsse. Oh, die sind echt. Die werden hierher kommen, glaube ich. Oh ja, die sind echt. Alter, die sind verdammt nah. Ich nicht hoch. Sollten die Türe vielleicht zumachen, nicht dass sie merken, dass da jemand da war. Hey, wie komme ich hier durch? Hey, lol, ist das out of the map? Ich hab oder die Türe zugemacht. Wo bin ich? Was so nach? Ja, out of the map, wir können da gar nicht. Dann ist es eigentlich gut, dann könnten wir eigentlich hier warten. Eigentlich schon, dann könnte sich hier. Ist das nicht gebestet? Komm, scheiße, oh, sollen wir es machen? Kurz warten, scheiße. Komm hier nicht durch? Ach, hier hängst du überall, Alter. Hier chillen, auf die Tür beobachten. Oh nein, ich hab dieses Kackgewehr noch ausgerüstet. Ich hab vergessen, es umzustellen. Nein. Aber es wäre einfach viel zu geil, wenn sie echt herkommen würden. Ja, das so viel Glück haben wir eigentlich gar nicht. Kann nicht sein, dass wir so viel Glück haben. Glaube ich nicht. Weil die Position wäre richtig geil, weil die können echt nur von vorne kommen jetzt, theoretisch. Ja, oder von rechts halt. Ja, genau, das meine ich, ja. Ja, die können uns nicht mal flankieren von hinten, sowas, also. Ach, Mann. Oh, dieses. Nee, ich glaube. Ich glaube, die kommen nicht. Glaube ich, weitergehen. Können, glaube ich, zum nächsten Weiß gehen. Schade. Also ich hab Pferd wieder, ein Hunde und Hunde. Boah, ist das laut. Lol. Die waren wahrscheinlich genau hier, wo sie geschossen haben. So in der Nähe hier. Ja, weiß man, hört das relativ über die ganze Map. Ach Gott, das ist... Ja, die sind irgendwie weiter Quatsch. Zumindest die Schüsse. Nein, falsche Waffe ausgerüstet. Ach, leck mich doch. Wo du läufst? Da, du läufst zu dem hin, was alles klar. Ich denke, wenn man mit der Armbrust gut umgehen könnte, wäre es echt ein starkes Ding. Wie viel Schaden macht ihr denn? 80. Oh, das ist eher... Na gut, wenn du ihn einmal triffst und ich ihn einmal direkt, da liegt ja, dann ist Spieler, glaube ich. Jetzt wissen wir, wo er geschossen wurde. Echt ein toller Spieler? Ja. Okay, krass. Da wissen wir also, wo geschossen wurde. Sind also da in der Blatt, alles klar. Das ging aber flott, ne? Der Arme. Spawn und gleich tot. Ja, so nah, da. Und irgendwie alleine unterwegs gewesen? Ja, anscheinend, ohne wie es die andere Leiche liegt woanders, man weiß es ja nicht. Ja. Schau auf, pass auf Fallen auf. Ach Gott, so wäre das Viech noch gewesen. Lol, waren die da noch nicht drin oder was? Lol. Oh! Oh, du hast mich gehauen, Alter. Muss das sein? Du hast mich auch, ja. Ich hab nicht mal zugeschlagen, okay? Aber das ist das Viech. Ja, nicht. Sie lokalisiert sich neu bei uns. Aber ich gehe mal ganz stark von aus, dass, wenn die Leiche da lag, dass. Ja.
Jetzt müssen wir aufpassen, glaube ich. Das ist wieder so ein Fetter. Aber ich habe keine Schüsse, gar nichts anderes. Komisch. Ich traue dem Frieden nicht. Ich gerade auch überhaupt nicht. Und es ist auch richtig doof, von hier abzuhauen, glaube ich. Überall ja. Sumpf. Jo. Ja, aber gegen Feuer immun, ne? Und Ausgang auch noch, ja. Toll, und ich habe jetzt einen scheiß Armbrust dabei, ich glaube. Ja, probieren wir das mal aus. Wollen wir... Okay. Alles zu, alles genau. Beide sind gleich dumm. Boah, hier bist du so am Arsch, Alter. Hier ist alles offen. Oh, hier sind alle Schüsse. Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich nicht da reingehen. Nein, wir machen wieder zu. Oder sollen wir es einfach probieren? Aber wie gesagt, das ist halt sehr riskant, ne? Ja gut. Was heißt riskant? Das ist ja Sinn und Zweck des Spiels, oder? Dass wir das machen. Risiko eingehen. Ja, das Viech töten. Alter, dieses Zoom, ja. Dass das alles unscharf wird, Alter. Ja, guck, dann willst du mal hinzoomen, ein bisschen gucken und dann zack, alles unscharf. Na gut, dann sollten wir vielleicht doch reingehen. Da kannst du wenigstens im Nahkampf ein bisschen schießen. Komm, geh mal rein. Ich mach das Ding wieder zu, ne? Naja, ich denk, das ist gutes. Und ich hab eine Splitterbombe. Falsche Taste. Falsche Taste. Oh, Alter, ich glaube, die Armbrust macht schon gut Schaden. Oh, Alter, heftig Schaden. Na gut, vielleicht doch nicht so viel Schaden. Lol. Hab ihn. Ich bin gleich tot. Dann verbannen? Hatte der dann schon so viel Leben verloren gehabt? Wenn er dann schnell down war. Aber ich hab den eigentlich nur zweimal, dreimal, viermal angeschlossen vielleicht, wenn's gut geht. Ich hab auch nicht auf Erde erwischt. Also die Tür ist zugesperrt. Lol, die Bolzen kann man nicht mal in der Munitionskiste nach... holen. Wie viel hast du denn? Die Tür hören wir? Ey, hier ist eine Falltüre. Lol. Ich weiß nicht, kommt man hier irgendwie... Ich glaube, man kommt aber hier nicht rein, sondern nur raus. Also okay, wo da liegt er? Dann hier ist zu. Ja, hier weiß ich, das dann ist das Tor, wo wir reingekommen sind. Eigentlich nur das Tor, oder? Dann halt, ja. Irgendwie schon. Oder von oben könnten sie wahrscheinlich noch von irgendwo. Nee. Gut, also ich ja, nehme jetzt noch ein Tor. Dieses Tor und da hinten ist noch ein Tor. Also ich behalte mal dieses Tor im Auge. Ich habe jetzt eine Höllenfeuerbombe in der Hand, wenn da jemand reinkommt. Ja genau, das ist eine gute Idee. Mach ich auch mal. Oh ja, Schüsse sind schon da. Wir wussten nichts ausgängig. Naja, also. Wir müssen nach oben, ja. Aber wir müssen natürlich im Sumpf, das ist halt wieder das Schöne. Und es war alles offen, schon beim Hergehen. Ja, also da. So einfach abhauen wir das nicht, dann müssen wir wahrscheinlich kämpfen. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es nur diese zwei Eingänge gibt, weil ich habe jetzt nichts anderes im Auge. Ich auch nicht. Ich habe nur diesen einen Augen. Ich sehe schon, kommt von hinten das Matchert irgendwie, ja. Gut, aber es gibt noch die andere Tür, aber das ist eine Metalltür, also die hören wir normal. Und dann ist... Andere, da ist noch ein Balken davor, die können es auch nicht einfach aufmachen. Genau, da hören wir, das wäre geil, wenn sie es versuchen, weil dann hören wir randadadam. Ja. Wie sie dagegen hauen. Wie die Blöden. Wie die Blöden. Oh, das ist aber echt gefährlich, einfach mit der Granate da rumzuwalken. Eigentlich und schon, ja, aber. Aber ich glaube, wenn sie reinkommen, ist es dann schon effektiv, guter Schaden. Ja, weil die dann auch noch wieder zurückschrecken, ne? Ja. Und brennen und ihrem Schaden und. Beide brennen. Vor allem die Höllenfeuerbombe macht richtig Fettschaden, die macht da 60. Und wenn man dann gleich, na gut, hinterher stürmen geht nicht. Nee, geht ja nicht. Boah, Alter, die sind direkt das Blöde ist, wenn sie reinrennen, dann kann es sein, dass sie sich selber... Ich glaube, die kämpfen gerade vor unserer... hier gegenseitig. Ich glaube, sie sind gerade mehrere.
Schon, dürfen sie gerne. Du holst dann erstmal das Kopfgeld und ich warte dann erstmal, nicht dass sie dann noch reinstürmen. Wenn sie natürlich dann bei dir reinstürmen, das wäre scheiße. Ja. Es sind welche da? Wo? Bei dir? Ich höre sie voll laufen. Atmen, ja, die sind hier. Jo! Bei mir. Einen hab ich, einer ist tot. Einen hab ich. Jawohl. Lol. Geiler Scheiß. Einer liegt hier. Lol, der hat sogar eine Schrotflinte. Hier zumachen, gut zumachen. Kann man hier wieder zumachen. Nein, ich hier brennt alles wegen der Höllenfeuerbombe. Ich muss mich kurz heilen. Gut, mach mal. Kopfgeld und schau nach. Ich muss mich kurz heilen. Nice. Ich sehe auf die Schnelle nichts. Boah, das hat jetzt aber, ich war so, die haben mich sogar einmal getroffen gehabt, weil das echt lange gedauert hat mit der Höllenfeuerbombe, weil der die erst anzünden muss. Ach so? Alter. Okay, das hat mich auch schon nicht. Die Tür aufgemacht, so, und dann zünde ich an, so ganz gemütlich. Da ich jetzt da immer gestanden und puff. Das wäre jetzt nicht mehr typisch gewesen. Wir sollten jetzt okay. Abhauen. Ja, warte, wo müssen wir denn hin? Scheiße, wir müssen da hin, okay, warte. Also ich schau nochmal ganz dann kurz. Dann in die Gegensätze erstmal. Spring mir hier runter. Verlieren wir einen Wasserschaden. Oh, ja, aber nicht viel. Ganz, ganz wenig. Komm, erstmal einfach. Oh, genau, verkehrte Richtung. Ach, scheiße. Ja, darum wollte ich gerade sagen, du läufst in die verkehrte Richtung. Na, das dürfen wir uns nicht trennen. Das ist wo bist du? Lol. Wo bist du? Ich sehe dich. Ah, hier bist du. Ich sehe dich. Warte, ich laufe zu dir. Möchtest du ganz am Rande entlang los? Ja, schon. Ah, okay. Da waren sie geschossen. Okay. Ja, ich würde sagen, einfach abhauen. Wow, hast du geschossen? Ja. Wow, hast du geschossen? Ah, ja, weil der Schuss so nah war und gefühlt war irgendwie. Lol. Ich schieße die ganze Zeit auf Kleinviech. Kleinscheiße. Blöde Frage, auf was schießt du denn? Kleinscheiße. Ja. Ganz viel kleiner Mist. Lol, die Spinne ist direkt bei uns. Ja. Lol. Ja, haben wir es riskiert? Geil wär's schon, aber die sehen uns halt auch, ne? Ja. Zwar nicht so direkt, die sehen nur über die Blitze, bis sie die Verbannung haben. Da sehen sie uns direkter. Und wir sehen die ja. Eigentlich hätten wir einen Vorteil. Noch. Ja, aber die Armbrust war, glaube ich, richtig geil, weil der eine hat durch das Feuer ein bisschen Leben verloren. Und dann habe ich mit meinem 80er-Schotze darauf geschossen, aber tot. Ich habe aber auch nur einmal draufschießen müssen. War sofort tot. Die Feuerbombe hat so viel Schaden gemacht. Das war eine richtig geile Taktik, das einfach abzuaimen mit einer Feuerbombe. Bin richtig stolz drauf, dass das funktioniert hat sogar. Ich sag mal, das Nachladen, das geht sogar einigermaßen, aber man muss halt wirklich treffen. So, it's your choice, wo ist es? Können wir mal hinsneaken und gucken, wo genau das ist, was das für eine. Warte, ich versuche die mal da hinten mit Fernkampf zu killen. Was für eine Location ist es denn? Lol, nee, auf Entfernung kannst du die echt vergessen. Nein, ich hab geschossen. Nein, schon wieder! Schon wieder! Okay, ich brauch grad Hilfe, unbedingt. Hilfe. Ah. Aua! Der habe ich so oft daneben geschossen gerade. Holy shit. Also ich glaube, das ist der Keller. Aber jetzt haben sie eh schon 63, ich weiß nicht. Aber die werden auch zu dem gleichen Ausgang gehen. Das schon, ja. Man könnte halt jetzt echt überlegen. Riskieren oder nicht riskieren? Das ist hier die Frage. Nee, aber die sehen ja, dass wir hier sind. Also die werden hundertprozentig nicht hierher kommen. Wirklich. Und ich muss sagen, mit der Armbrust auf Entfernung ist es nicht einfach. Also hier kann ich nicht gut kämpfen, sage ich gleich. Im Haus war es perfekt. Wir können auch vorstürmen. Ah, mal komm. Wir sind Level 13, komm. Oder ich habe eine Armbrust zu verlieren. Na, komm, scheiß drauf. Das kennen wir's. Wir hätten uns früher entscheiden sollen.
91%, die sehen uns natürlich jetzt auch richtig gut, ne? Ich sehe sie, wenn man E drückt, sieht man sie gut. Die sind unten. Logischerweise. Ja, mal nicht so aufbauen. Du weißt jetzt ungefähr, wo sie sind, oder? Ja, ja. Direkt vor uns. Hier im Keller, oder? Irgendwo. Okay, jetzt direkt sehen sie uns auch. Jetzt sehen sie uns auch. Ja. Naja, das ist. Ich glaube, das ist nicht sinnvoll irgendwie. Ja. Jetzt kämpfen. Warte, ich schau nochmal eh. Was machen die sie? Sind unten. Immer noch. Ja. Wir haben beide halt Kackwaffen, ne? Das vorne, ich weiß nicht, ob das nur Glück war. Nee, komm. Geh mal lieber. Gut. So, obwohl wir laufen. Ich laufe hier gerade in falsche Richtung. Wo laufen sie denn hin? Oh, die sind bei uns, glaube ich. Oder waren. Nee. Oder müssen wir mal E drücken? Nee, aber ich sehe nichts. Ich habe nur unsere Dinge, unsere Blitze gesehen. Oh nein. Ich muss mich überraschen. Wo ist denn jetzt das Boot? Ich finde es gerade nicht. Hä, bin ich jetzt behindert? Diese Richtung. Okay, also ich wäre beim Boot. Die sind bei uns. Ohne Witz. Die gehen zu unserem Ausgang. So, was machen wir? Also ich wäre beim Ausgang. Abhauen. Okay, ich mach schon mal den Timer runter. Oh, von dem. Oh. Ich sehe sie. Einen habe ich getroffen. Ich glaube, ich habe ihn sogar gekillt. Lol. Ich habe einen Headshot reingedrückt. Lol. Lol. Hätten wir vielleicht doch kämpfen sollen. Ah, fuck. Weil da war dieses Geräusch. Ja, habe ich auch gehört. Ja, ich weiß nicht. Bei solchen Situationen muss ich mir unsicher machen. Weil es gibt halt echt Pro-Spieler, ne? Die hauen dich einfach weg. Ja, aber wir sind die Pro-Spieler. Ach so, ja, stimmt. Ja, Max, das ist es ja. Ne, wär ich jetzt näher bei dir gewesen, hätte man noch schon aus der Zone rauslaufen können, glaube ich. Aber ich war ein bisschen weiter weg. Weil ich nicht wusste, wie es jetzt läuft. Was eigentlich müssen wir jetzt 3 Jäger getötet haben. Weil schauen jetzt, wir mal, ja. Weil ich bin jetzt eigentlich dein Headshot reingedrückt habe, glaube ich. Das wäre lustig gewesen, wenn du es gewesen wärst. Das hab ich jetzt nicht getötet. Ja, du hast ihn echt gekillt. Fuck, hätten wir kämpfen müssen. Jo, getötete Jäger 3. Fuck. Ja, aber das war dann, wir waren in der Zone, wir wären da nicht mehr rausgekommen schnell genug. Nee, bei 4 Sekunden komme ich nicht mehr raus. Ich war schon mal überlegen, ob ich schnell rauslaufen soll, aber dann bist du ja weg und ja, eben, nicht allein. Das wäre kacke gewesen. Schnurstufe 22? Ja. Dead-Eye-Optik. Ja, aber ich muss sagen, es war eigentlich eine ganz lustige Runde, dass es funktioniert hat. Ja. Mit der Feuerbombe und so, jo. Geiler Scheiß. Gut, dann bedanke ich mich wieder fürs Zugucken. Ja, merci euch. Und dann sieht man sich hoffentlich wieder bei der nächsten Folge. Tschüss.